Ich habe die Information bekommen, dass ich ein bisschen was über Statista erzählen soll. Aber wie eben schon gesehen, die meisten von euch kennen Statista. Von daher geht es ein bisschen stärker in die Gründungsgeschichte. Und was ist eigentlich unser Purpose oder was wollen wir erreichen? Und was unterscheidet uns auch von anderen Marktforschungsunternehmen, die es da draußen gibt? Und auch dann wurde auch ich gefragt, ein bisschen was über unsere Learnings zu erzählen und was wir eigentlich in den letzten 11 Jahren seit der Gründung von Statista gelernt haben und was wir glauben, was unser Erfolgsrezept ist, warum wir heute da sind, wo wir sind. Ich selbst bin seit 4 Jahren dabei, bin CFO bei Statista, habe neben dem Finanzbereich auch unser komplettes Personalwesen und einige Operationsbereiche bei mir im Bereich. Und es gibt eigentlich keinen besseren Ort für diesen Vortrag heute, denn die in der letzten Reihe können sich umdrehen und 300 Meter Luftlinie hinter euch die Statista-Flagge auf dem Brahms-Kontor sehen. Das ist unser Hauptquartier, wo die allermeisten unserer Mitarbeiter sitzen und jetzt gerade arbeiten. Und 300 Meter in die andere Richtung, in die Kolonnaden, da ist Statista wirklich vor 11 Jahren gegründet worden. Also wirklich eine Hamburger Erfolgsgeschichte hier direkt zu unseren Füßen quasi. Wie hat das Ganze angefangen? Das klappt schon mal super. Ich glaube, das liegt am Apple. Die Folien sehen alle so aus, Stefan. Ich glaube, wir brauchen PowerPoint. Ich rede einfach weiter und du hilfst vielleicht mit der Technik. Wie hat das Ganze angefangen? Wir leben in einer Welt mit Zahlen, Daten, Fakten, wo immer mehr Daten auch generiert werden. Und das führt dazu, dass auch immer mehr Entscheidungsfindungen auf Basis der Daten erfolgen. Und das Problem, was viele Mitarbeiter in Unternehmen haben, ist, auf der einen Seite wird erwartet, dass sie ihre Analysen mit Zahlen belegen. Wir haben eben auch Folien gesehen mit Valuations als Beispiel dafür, wie Modelle wie Picnic und Ähnliches super erfolgreich sind und warum es total viel Sinn macht, für Haniel zu investieren. Ein klassischer Vorstand möchte Zahlen sehen mit einer verlässlichen Quelle, wenn er Präsentationen und Analysen bekommt. Und das geht nicht nur den Vorständen so, sondern das ist mittlerweile auf allen Ebenen des Unternehmens so. Und das Problem für die Mitarbeiter ist, der klassische Startpunkt für Recherche ist Google. Wenn ich bei Google suche und gerade die jüngeren Mitarbeiter, für die ist für jede Frage erstmal der erste Anlaufpunkt Google. Bei Google habe ich aber keinerlei Verlässlichkeit über die Qualität. Ich sehe das, was laut Google am häufigsten gesucht und aufgerufen wird. Ich weiß aber nicht, ob das, was bei Google gesucht und aufgerufen wird, wirklich qualitativ hochwertiger Content ist. Und das ist das Problem für die Leute, die die Recherche machen. Und was wir bei Statista machen, ist, wir versuchen, die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und ihnen dabei zu helfen, den Leuten, die Recherche machen, dabei zu helfen, durch diesen Datenwust, indem wir auf unserer Plattform sagen, das ist der Startpunkt für die Recherche. Wir haben eine relativ einfache Seite, ihr alle kennt sie, ihr habt alle eben gesagt, ihr habt es schon mal benutzt. Sieht ein bisschen aus wie Google von der Suchmaske. Eine einfache Suchmaske, wo ich eingebe, was ich suche. Und danach zeigen wir alle Statistiken, Studien, Analysen, Dossiers, Reports etc., die wir zu diesem Thema haben. Kommen wir weiter, Stefan? Mensch! Das sieht super aus. Und obwohl wir Digitalunternehmen sind, arbeiten wir nur in der IT mit Mac, was zu diesem Problem geführt hat gerade. Genau, hier waren wir schon. Die Mitarbeiter sind überfordert und wir sind im Prinzip mit Statista diejenigen, die die Leute an die Hand nehmen. Und unser Ziel ist, wir wollen Marktforschung demokratisieren. So wie Google im Prinzip die Suche demokratisiert hat und es für alle Leute möglich gemacht hat, im Internet zu suchen, das ist unser Ziel mit Statista. Wir wollen, dass jeder Mitarbeiter in jedem Unternehmen, überall auf der Welt, egal in welcher Branche, zu Statista kommt, wenn er oder sie Recherche machen möchte. Dass das nicht mehr, wie es früher der Fall war, bei irgendwelchen Experten liegt. Als ich angefangen habe zu arbeiten, damals in der Unternehmensberatung, da war es noch so, wenn man eine Recherchefrage hatte, dann gab es da eine zentrale Person, an die man sich wenden konnte, die war für alle Mitarbeiter im Unternehmen die Ansprechperson. Die hatte den ganzen Zugriff zu den Analysen, zu den Gartner Reports, den Nielsen-Account etc. Und dann hat man der Person eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich habe zu folgendem Thema eine Frage. Und dann hat es teilweise mehrere Tage gedauert, je nachdem, wie viel gerade los war, bis man die Antwort bekommen hat.
Und wenn die Antwort nicht gut war, dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Und das ist das, was wir mit Statista fundamental verändert haben. Wir geben jedem einzelnen Mitarbeiter das Tool an die Hand, um selber Recherche zu machen. Weil wir heute auch nicht mehr warten möchten, bis 2 Wochen später die Analyse kommt. Wir wollen die Entscheidungen schneller haben. Wir wollen, dass die Recherchen schneller sind. Und das funktioniert nur, wenn es dezentral ist. Und das ist der Ansatz von Statista, dass wir dort den Mitarbeitern das an die Hand geben. Wenn wir uns klassische Marktforschungsunternehmen anschauen und wir einfach mal diesen Eisberg als Bild für eine Branche nehmen, beispielsweise digitale Medien, digitale Werbung, dann ist es so, dass klassische Marktforschungsunternehmen sich typischerweise auf einen Bereich spezialisiert haben. E-Marketer zum Beispiel ist extrem stark im Bereich digitale Werbung, digitale Medien. Wenn ich was zu Fast-Moving Consumer Goods wissen möchte, habe ich dort relativ wenig Chancen, gute, qualitativ hochwertige Daten zu finden. Fast-Moving Consumer Goods, da gibt es Unternehmen wie Nielsen zum Beispiel, die dort sehr aktiv sind. Wenn es mir um Konsumentenverhalten geht, um die Einstellung von Menschen zu Marken zum Beispiel, dann gibt es wieder andere Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Was wir als Statista machen, ist, dass wir im Prinzip sagen, zu ganz vielen verschiedenen Branchen bieten wir Informationen, aber wir gehen nicht so tief in die Tiefe. Wenn heute ein Mitarbeiter von Remetal etwas über die Metallbranche wissen möchte und morgen möchte jemand etwas von Fissmann darüber wissen, wie der Kauf von Heizungen sich in Deutschland entwickelt und wieder übermorgen ist jemand von Zalando da, der möchte wissen, wie sich der E-Commerce-Markt für Schuhe in Indien entwickelt. Zu all diesen Themen haben wir Informationen. Wenn aber jetzt der Marketing-Planner von irgendeiner Werbeagentur für die Shampoo-Kampagne in Hamburg on Detail wissen will, welche Shampoos sich gerade in Ohlsdorf gut verkaufen, das haben wir nicht. Das ist auch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist es, dass wir allen Leuten, die zu Statista kommen, den Einstieg in die Recherche ermöglichen und damit der Startpunkt für Research sind. Wir wollen das auch nicht monopolisieren. Wir weisen bei jeder Statistik transparent aus, woher die Daten kommen, sodass der Mitarbeiter, der die Recherche macht oder der Nutzer im Zweifel sieht, das kommt von Nielsen, und weiß, dass er sich an Nielsen wenden kann, wenn er weitere Details benötigt. Das ist der Kern des Statista-Modells. Research für jeden Mitarbeiter in allen Unternehmen überall auf der Welt. Das ist unser Ansatz und unsere Vision. In den letzten 11 Jahren nach der Gründung hat sich daraus, aus diesem ursprünglichen Ansatz, der entstanden ist, weil unsere beiden Gründer Unternehmensberater waren und immer wieder dieses Problem hatten, es musste Recherche gemacht werden, und das war extrem schwierig, hat sich eine Bandbreite an Produkten entwickelt, die aus diesem Kernmodell hervorgegangen sind. Das Klassische, was die meisten wahrscheinlich kennen, ist der Einzelnutzer-Account. Dazu muss man präzisieren, ich rede auch die ganze Zeit von Mitarbeitern, weil wir kein B2C-Business sind. Wir machen kein Geschäft mit Endkunden. Wir sind ein reines B2B-Business. Auch die Einzelnutzer, die bei uns auf der Plattform einen Account erstehen, sind Einzelunternehmer. Einzelkaufleute, Professional Services Mitarbeiter. Wir richten uns nicht an individuelle Privatnutzer. Die Studenten, die uns nutzen an den Universitäten, dort kommt der Ansatz über die Hochschulen, wo wir mit den Hochschulen zusammen Partnerschaften abschließen und dann die Studenten über den Hochschulaccount auf uns zugreifen. Der Einzelnutzer-Account hat erstmal Zugriff auf alle Statistiken. Wer bei uns Recherche betreiben möchte, braucht einen Basis-Account. Damit hat man Zugriff auf einen Teil der Daten, die frei zugänglich sind. Der größte Teil der Daten ist hinter der Paywall. Damit verdienen wir das Geld, dass wir die Daten den Menschen zur Verfügung stellen. Und das ist mit dem Einzelaccount möglich. Die Stufe danach ist der klassische Firmen- oder Großkunden-Account. Dort gibt es im Kern 3 Kernunterschiede zum Einzelaccount, die dazu führen, dass Unternehmen das schätzen. Das eine ist mehrere Nutzer. In kleinen Unternehmen die komplette Firma. Alle können auf Statista zugreifen. In größeren Unternehmen startet das mit einzelnen Abteilungen und bei Großkunden ist es dann über eine IP-Freischaltung wirklich das komplette Unternehmen. Das zweite sind Wiederveröffentlichungsrechte. Wenn auf einer Konferenz wie heute jemand Statista-Daten für seine Präsentation nutzen möchte, dann geht das nur mit einem Enterprise- oder Corporate-Account. Gerade bei Unternehmensberatungen recht relevant, die unsere Daten dann für eigene Recherche und Studien wieder veröffentlichen. Das geht nur mit diesem Account und ist einer der Hauptunterschiede zu dem Einzelnutzer-Account.
Und letztlich für die Nutzer ganz entscheidend PowerPoint-Exporte. Mit einem Klick konvertiert man die Statistik in ein PowerPoint-Slide. Und bei unseren Großkunden ist es so, dass das dann auch noch im Corporate Design erfolgt. Also große bekannte Telekommunikationsunternehmen mit magentafarbenen Slides. Da drücken die Kollegen auf Statista auf den PowerPoint-Export und es kommt sofort im richtigen Design, sodass man das einfach copy-paste in die Präsentation reinpackt. Ist eine enorme Zeitersparnis für die Leute. Aus diesen Kernprodukten hat sich dann entwickelt unser Datenforecast in die Zukunft und Spezialdatenbanken. Die ersten zwei Punkte links, das ist das klassische Statista-Geschäft. Wir aggregieren Daten, wir machen selber Daten und machen die den Leuten zugänglich. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, naja, die Leute wollen ja nicht nur vorhandene Daten sehen, die Leute wollen wissen, wie sich auch Märkte in Zukunft entwickeln. Wie entwickelt sich der Markt für elektrische Autos? Wie entwickelt sich der Markt für Food Delivery in Großstädten? Und dazu findet man sehr, sehr wenige Daten, weil es wenig Unternehmen gibt, die dazu Marktforschung betreiben. Und wir haben dafür eigene Abteilungen aufgebaut, die Spezialdatenbanken mit solchen Forecasts erstellen. Wir haben eine Spezialdatenbank für Digitalmärkte, für Fast Moving Consumer Goods, für den kompletten Mobilitätsbereich mit Dingen wie Carsharing und solche Geschichten. Eine eigene Datenbank nur für das ganze Thema E-Commerce, wo wir on Detail E-Commerce-Unternehmen in 50 verschiedenen Ländern miteinander vergleichen und auf Produktebene sagen können, wer ist der größte Online-Händler für E-Commerce im Bereich Spielzeug zum Beispiel in Frankreich. Und das ist auf den obersten Ebenen relativ einfach, weil in den meisten Märkten ist es Amazon und die zwei, drei, die danach kommen, kennen die meisten noch. Aber wenn es um die Frage geht, wer sind die Nummer 10 bis 20 in Frankreich im E-Commerce-Handel für Spielwaren, das sind Informationen, die für Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, durchaus relevant sind. Und unser letztes Produkt, was wir Ende letzten Jahres gelauncht haben, ist die Global Consumer Survey, wo wir weltweit 130.000 Menschen befragt haben, zu ihrem Konsumentenverhalten, zu ihrer Einstellung zu Marken. Und wir diesen Datensatz unseren Kunden vollständig zur Verfügung stellen, sodass die Kunden selber Analysen machen können und sich zum Beispiel anschauen können, von den Menschen, die in Deutschland in einer Großstadt leben und zwischen 25 und 35 Jahre alt sind und angeben, dass sie Food Delivery nutzen, welchen Anbieter nutzen sie? Und es gibt keine Studie zu Marktanteilen von Foodora, Lieferando, Delivery Hero und anderen Anbietern, aber wir haben erstmals Kunden befragt und haben zu verschiedensten Märkten diese Informationen, was unsere Kunden sehr schätzen und wo sie die Daten selber auswerten können. Das Dritte, was dann daraus entstanden ist, irgendwann kriege ich das auch hin mit vor zurück, ist Tailor-Made Research. Wir haben immer wieder Kunden, die kommen zu uns und sagen, ich habe zu dem Thema nichts auf Statista gefunden, könnt ihr uns nicht helfen? Und jahrelang haben wir immer Nein gesagt. Und irgendwann haben wir gesagt, warum eigentlich nicht? Wir haben die Daten, wir haben die Experten für die einzelnen Industrien und Länder. Wir kennen ganz viele Daten, die nicht auf Statista zu finden sind, weil wir entschieden haben, es ist für die Plattform nichts, aber natürlich wissen trotzdem unsere Marktexperten, dass es das gibt. Wir fangen damit einfach an und haben angefangen, quasi beratungsmäßig Marktforschungsprojekte für Kunden zu machen. Und das andere Thema, was wir gemacht haben, ist, wir arbeiten sehr, sehr stark mit Medienunternehmen zusammen. Viele kennen uns aus den Infografiken, die wir in ganz vielen Medien veröffentlichen, die tägliche Doppelseite in der Mitte des Handelsblattes. Daher kennt man uns und über den Kontakt zu den Medienunternehmen kam irgendwann die Frage, können wir nicht irgendwas zusammen machen? Und was daraus entstanden ist, sind unsere zahlreichen Rankings. Die besten Arbeitgeber, die besten Unternehmensberater, die innovativsten Unternehmen etc. Kein Problem. Das haben wir mit den Medienunternehmen angefangen und die Medienhäuser waren auf der Suche nach Umsatz und neuen Einnahmequellen. Und wir haben gesagt, naja, wir können Research, wir können diese Befragungen durchführen und haben daraus ein gemeinsames Produkt gestrickt. Wir machen die Datenarbeit dahinter, machen die Befragungen, werten Datenbanken aus und kommen zu diesen Rankings, wo wir dann am Ende sagen können, das sind die besten Arbeitgeber in Deutschland oder die besten Unternehmensberater. Der Medienpartner, beispielsweise Brand 1 für die besten Unternehmensberater oder die Financial Times für die innovativsten Unternehmen in Europa. Der Medienpartner veröffentlicht das dann, gibt durch die Veröffentlichung dem ganzen Thema Reichweite und dann verkaufen wir gemeinsam Qualitätssiegel zu dem Thema. So ein bisschen wie Stiftung Warentest.
Dann können wir zum großen Unternehmen wie Haniel gehen, was vielleicht in Duisburg sitzt und jetzt nicht irgendwie als das absolute Digital-Hipster-Unternehmen gilt, sagen, Mensch, ihr seid ein super Arbeitgeber. Das haben wir auch herausgefunden in unserer Studie. Wollt ihr damit nicht Werbung machen, wenn ihr auf Recruiting-Messen seid, auf eurer Recruiting-Seite etc.? Und die Unternehmen nutzen dann diese Auszeichnung, um damit Werbung für ihr eigenes Produkt und oder für sich als Arbeitgeber zu machen oder im Beratungsumfeld, um den Kunden zu überzeugen, dass es Sinn macht, diese Beratung unter Vertrag zu nehmen, weil sie ausgezeichnet wurde als eine der besten Unternehmensberatungen. Und das ist im Kern das, was wir heute mit Statista machen, also angefangen von frei verfügbaren Daten für Einzelpersonen, die einfach nur auf Statista Recherche machen wollen, bis hin zu maßgefertigten Research-Projekten für Großkunden oder eben auch unser Zusatzprodukt mit unseren Rankings. Mit all diesen Produkten sind wir heute zu einem Unternehmen von 650 Mitarbeitern angewachsen, von denen etwas mehr als 500, da 300 Meter die Straße runter sitzen. Wir sind in 5 verschiedenen Standorten aktiv: Hamburg, London, New York, Paris, Singapur. Alles schlechte Städte, also recruiting-seitig hilft das manchmal, wenn man sich dort präsentieren kann. Die Plattform gibt es in 4 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Wir haben über 1,5 Millionen registrierte Nutzer und wir sind im Marktforschungsbereich die größte Webseite weltweit nach Traffic. Wenn ich Nielsen, Kantar, Ipsos und 2, 3 andere sehr große Marktforschungsunternehmen zusammennehmen und deren kompletten Traffic kombiniere, ist Statista immer noch größer. Also wir sind wirklich im Internet die Hauptquelle für Marktforschung weltweit. Und jetzt wurde ich ja gebeten, ein bisschen was zu sagen über die Sachen, die wir gelernt haben in den letzten 11 Jahren, die wir das Unternehmen aufgebaut haben. Und was hat dazu geführt, dass wir heute hier stehen und so weit gekommen sind? Und das ist jetzt zugegeben etwas harter Cut nach diesen Folien zum Produkt. Aber ich glaube, das Wichtigste am Anfang ist erstmal Cash is King. Statista wurde Ende 2007 gegründet. 2008 ging es dann richtig los. Und Ende 2008, das weiß ich sehr genau, weil ich selber anfing zu arbeiten, ist Lehman Brothers pleite gegangen. Also ein verdammt schlechter Zeitpunkt, um eine Firma zu gründen. Da war nichts mit 100 Millionen Finanzierungsrunden. Da war man froh, wenn man überhaupt irgendwie über die Runden gekommen ist. Die ganze Wirtschaft lag am Boden. Ich habe damals als Unternehmensberater angefangen und 3 Monate nach Start wurde die Hälfte meines Jahrgangs einfach entlassen, weil das Business so zusammengebrochen ist. Und ich habe viele Kommilitonen, die erst mal ein Jahr lang überhaupt keinen Job gefunden haben, weil die komplette Wirtschaft am Boden lag. Und das hat das ganze Unternehmen geprägt. Es gab dann eine Finanzierungsrunde, eine einzige, 2009, und danach ist das Unternehmen komplett aus dem operativen Cashflow gewachsen. Also genau das Gegenteil zu diesen Hockeystick-Slides, die wir eben gesehen haben mit Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir haben hier ein Unternehmen, was quasi nach alten Hamburger Kaufmannsdenken genau so viel gewachsen ist, wie man aus dem eigenen Geschäft investieren konnte. Und das prägt uns bis heute. Jeden Morgen einer der ersten Reports, den das komplette Management-Team, also die beiden Geschäftsführer und ich als CFO bekommt, ist der tägliche Kontostand. Und jahrelang wurde danach die Firma gesteuert. Stefan hat eben schon gesagt, wir gehören mittlerweile zu Ströer, da ist der tägliche Kontostand nicht mehr ganz so kritisch wie noch vor ein paar Jahren. Aber das prägt natürlich das Unternehmen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die auch bei uns im Unternehmen Investitionsentscheidungen prägt, dass man im Zweifel alle Dinge dreimal hinterfragt, bevor man in etwas investiert und genau verstehen möchte, was kriege ich eigentlich für den Euro, den ich da reinstecke. Das zweite Learning, quantifizierbare Ziele. Wir versuchen, das liegt wahrscheinlich auch in der DNA des Unternehmens als Statista und Statistikunternehmen, wir versuchen alles, was wir können, zu zählen, zu messen und zu erfassen. Und das geht durch alle Bereiche. Es gibt bei uns im Unternehmen keinen einzigen Bereich, der nicht harte, quantifizierbare Ziele hat. Ein Beispiel im Vertrieb: Wir verkaufen den allergrößten Teil unserer Produkte über klassischen Outbound B2B-Vertrieb. Da sitzen also gegenüber ganz viele Vertriebler, die über Telefonvertrieb den ganzen Tag mit Kunden telefonieren, unser Produkt an den Mann bringen, Webinare machen, um die Kunden zu überzeugen. Und jeden Abend um Punkt 18 Uhr gibt es das tägliche Vertriebsreporting. Und dieses Reporting weist für
jedes Land, jede Firma, die zu unserer Gruppe gehört, jedes Profit Center und jeden einzelnen Vertriebler aus. Was wurde heute verkauft? Was war das Tagesziel? Wo stehen wir month to date? Wo stehen wir year to date? Und wenn um 18.15 Uhr das Telefon klingelt und der CEO ist dran, dann weiß jemand schon, der Report sah nicht ganz so gut aus heute, weil danach wirklich hart gesteuert wird. Also wir gehen da wirklich jeden Tag rein und versuchen sehr schnell gegenzusteuern, wenn wir feststellen, irgendwo auf der Welt läuft es momentan vertrieblich nicht so, wie das geplant war. Das dritte bezüglich unseres Contents. Ich hatte am Anfang gesagt, wir haben Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch als Plattform. Als ich zu Statista kam vor 4 Jahren, waren wir gerade dabei, unsere spanische und französische Plattform zu launchen. Beziehungsweise die Plattformen waren live und wir waren dabei, die Länder aufzubauen. Wir haben rund 1,5 Jahre Vorlaufzeit gebraucht, um genug Content auf Spanisch und Französisch auf die Seite zu bringen, um überhaupt in der Lage zu sein, an erste Kunden in Spanien und Frankreich zu verkaufen. Enormes Investment, enormer Vorlauf. Vor ungefähr 2 Jahren ist uns aufgefallen, was uns erstmal total irritiert hat, dass wir immer mehr Kunden aus Ländern haben, für die wir gar keine Plattform haben, insbesondere aus Asien. Immer mehr Kunden aus Asien haben Statista einfach über die Webseite gekauft. Und wir haben uns das dann genauer angeschaut und haben festgestellt, den Kunden ist komplett egal, dass es die Plattform nicht auf Chinesisch oder Koreanisch gibt. Was die interessiert, ist lokaler Content. Nicht lokale Sprache, lokaler Content. Und ein sehr absurdes Gespräch mit unserem Frankreich-Chef vor auch ungefähr 2 Jahren, wo wir über die französische Plattform sprachen und irgendwann stellte sich raus, dass unsere französischen Vertriebler an französische Kunden auf Englisch verkauft haben. Weil die meinten, naja, der Content auf der englischen Plattform ist halt viel besser, da ist zwar weniger zu Frankreich drin, aber viel mehr globale Daten, weil es einfach die größere Plattform ist. Und das hat zu einem enormen Umdenken geführt, sodass wir für die weitere Expansion, insbesondere in den asiatischen Markt und in den Nahen Osten, nicht angefangen haben, in lokaler Sprache zu produzieren, sondern lokalen Content auf Englisch und wir jetzt den allergrößten Teil unseres Umsatzes einfach mit englischem Content machen. Die französische und spanische Plattform haben wir nach wie vor und die hilft sicherlich auch jetzt bei der Afrika-Expansion für Französisch und gerade Lateinamerika, da hilft es, eine spanischsprachige Plattform zu haben. Aber dass Englisch weltweit funktioniert, hätten wir noch vor wenigen Jahren nicht gedacht. Wie läuft jetzt so eine klassische Expansion ab? Dafür, dass wir weltweit verkaufen, und es gibt wirklich, glaube ich, bis auf ein paar Pazifikinseln kein Land der Welt mehr, wo wir nicht Kunden haben, die für Statista zahlen. Und unter unseren Top 25 Ländern sind alleine 6 asiatische Länder. Haben wir da relativ wenige Büros. Singapur haben wir vor 6 Wochen eröffnet, also da gibt es auch noch nicht so viel. Und Paris ist auch erst Ende letzten Jahres dazu gekommen. Also bis vor einem Jahr hatten wir nur 3 Büros weltweit. Was wir tun, ist typischerweise, wir merken, die Kunden kaufen über die Plattform. Das können wir ganz normal sehen. Jeder kann einfach auf Statista gehen und das Produkt kaufen. Und wenn wir feststellen, es gibt genug Kunden aus einem Land, nehmen wir beispielsweise Korea, dann stellen wir hier in Hamburg koreanische Vertriebler an. Wir mieten uns in Korea, in Seoul, in einer guten Businesslage, die Vertrauen schafft, bei einem Regus ein. Damit kriegen wir dort einen Briefkasten, haben eine Postadresse. Die Postadresse nutzen wir, um bei unserem Voice-over-IP-Anbieter zu sagen, wir haben eine Adresse in Korea. Dann kriegen wir eine koreanische Telefonnummer. Die koreanische Telefonnummer routen wir über Voice-over-IP da hinten in den 3. Stock im Brahms-Kontor. Da sitzt der koreanische Vertriebler. Wenn jetzt Samsung aus Seoul bei Statista anruft, auf einer koreanischen Nummer, dann klingelt das Telefon hier, aber der Vertriebler antwortet auf Koreanisch. Die meisten unserer Kunden verstehen gar nicht, dass wir nicht in dem Land sind und sie mit jemandem in Hamburg telefonieren. Und das haben wir mittlerweile für komplett Europa und die meisten asiatischen Länder ausgerollt. Für Lateinamerika machen wir das über New York, da haben wir genug Muttersprachler. Und erst wenn wir die kritische Masse erreicht haben, wie jetzt mit Singapur, wo wir merken, wir machen so viel Umsatz in der Region, dass es sich lohnt, dort Vertriebler hinzusetzen, dann machen wir ein Büro auf und nehmen die Fixkosten auf. Hamburg als Standort ist ein super Standort, sicherlich auch eins der Learnings der letzten Jahre. Am Anfang wurde ich immer wieder gefragt, warum seid ihr nicht in Berlin? Macht es nicht Sinn, die Firma nach Berlin umzuziehen? Gerade als wir irgendwie so 100 Leute hatten, hätte man noch drüber nachdenken können.
Heute hat sich das komplett gedreht. Ich glaube, wir haben in Hamburg einen riesigen Wettbewerbsvorteil. Wir finden hier internationale Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Recruiting ist viel leichter als in Berlin. Jedes Mal, wenn ich mit Berliner Gründern und Unternehmern über Gehälter rede, merke ich, dass die Gehälter hier niedriger sind. Mieten sind mittlerweile deutlich niedriger. Von den Mieten, die wir hier für neue Flächen zahlen, träumen die meisten Berliner, die dort neue Büros suchen, wenn sie überhaupt was finden. Hier kriegt man auch noch was. Und was mit einem größer werdenden Unternehmen nicht zu unterschätzen ist, ist einfach die Verwaltung. Wenn man in Hamburg ein Problem hat, dann ruft man an, kriegt einen Termin mit der Verwaltung und redet mit denen und dann löst sich das. Jeder, der mal versucht hat, in Berlin was mit dem Amt zu klären, weiß, das ist nicht so einfach. Ich wohne da selber, ich habe damit regelmäßig zu tun, wenn es irgendwelche amtlichen Themen gibt. Wir hatten hier mit unseren über 60 Nationalitäten mal erhebliche Visumsprobleme, weil der Ansprechpartner im Amt sich geändert hat. Nach zwei Telefonaten gab es einen persönlichen Termin mit dem Welcome Center Hamburg und den Ansprechpartnern aus der Ausländerbehörde. Und das Thema wurde gelöst, weil die Stadt Hamburg auch ein Interesse an Unternehmertum hat. Also das ist wirklich ein großer Standortvorteil, den wir hier haben. Ich glaube, du zeigst mir an, die Zeit ist gleich rum. Dann überspringe ich einfach das Nächste und wir kommen direkt zu der Folie, die, glaube ich, spannender ist. 2015, Ende 2015 sind wir von Ströer übernommen worden. Und wie man sieht, haben wir seit der Übernahme von Ströer 60% jährliches Wachstum im Schnitt hingelegt und sind heute ein Unternehmen, was rund 60 Millionen Umsatz macht. Hier vorne sieht man noch aus den Anfangsjahren das Wachsen aus dem operativen Cashflow, wo natürlich die entsprechenden Wachstumsraten deutlich langsamer sind. Und die Devise, die Anfang des Jahres von uns als Management für die gesamte Firma ausgegeben wurde, war, dass wir so schnell wie möglich die 100 Millionen überschreiten wollen, da auch guter Dinge sind, dass das in den nächsten 2 bis 3 Jahren der Fall sein wird und damit dann auch in neue Dimensionen vorstoßen werden. Und das ist, glaube ich, die Steilvorlage, Stefan, für deine Fragen zu Ströer und den Unterschieden zu Body Change und Foodist, die der eine oder andere hier im Raum heute Morgen schon gehört hat. Beantworte doch deine selbstgestellte Frage. Wie ist das Verhältnis mit den Kollegen von Ströer und warum helfen die euch insbesondere in diesem Geschäftsmodell? Das Verhältnis ist gut. Ich glaube, der Grund, warum das Verhältnis gut ist und warum das Verhältnis bei uns auch anders ist als bei Foodist und Body Change. Es wurde ja vorhin vom Body Change Gründer auf der Bühne gesagt, einer der Gründe, warum er glaubt, dass sie es wieder verkauft haben, ist einfach der Strategieschwenk. E-Commerce, was dann über Außenwerbung befeuert werden sollte, indem die Leute, die im Bahnhof oder out of home Werbung für Body Change sehen, dann mehr davon kaufen. Und die Strategie hat sich dann verändert und damit auch die Investmenthypothese dahinter. Das war bei uns von Anfang an anders. Also Statista, wie ich am Anfang gesagt habe, deshalb habe ich das auch betont, ist ein B2B-Unternehmen. Und ich glaube, der Nutzen von Außenwerbung in Bahnhöfen oder auf Plakaten für unser Geschäft ist relativ gering. Das führt zu einer Markenbekanntheit und das führt dazu, dass alle Leute hier im Raum vorhin gesagt haben, sie kennen Statista, als du gefragt hast. Das konvertiert aber nicht sofort in Euros. Und deshalb war, glaube ich, die Hypothese hinter der Akquisition durch Ströer ein skalierbares, internationales, digitales Unternehmen zu investieren, was von sich aus ein gutes Produkt hat und weniger die Hypothese, wir nutzen die bestehenden Marketingressourcen aus der Ströer-Welt, um das Unternehmen groß zu machen. Ich würde jetzt sagen, dazu packt man noch die Komponente, dass Ströer selber ein Datenunternehmen ist oder zumindest viele Daten sammelt durch regionales Tagging und so weiter. Ist jetzt eher nochmal eine Frage, gibt es dort inhaltliche Synergien? Also so, wie generiert man Daten? Wie benutzt man sie? Wie gehe ich damit um? Was sind vielleicht statistische Brains, die in dem Team sind? Gibt es dort Austausch? Wir haben an verschiedenen Projektthemen immer wieder Zusammenarbeit, also das ganze Thema Geotagging, da gibt es Teams, die zusammenarbeiten und schauen, wie man das miteinander verbinden kann. Umgekehrt haben wir sehr viele Daten, die wiederum Ströer nutzt für die eigenen Vertriebsaktivitäten. Man muss aber im Kern sagen, bei diesen Geotagging-Daten ist es einfach so, die sind so granular und so detailliert, da sind wir wieder bei meinem Eisbergbild von vorhin.
wir sind eigentlich nicht auf der granularen Ebene. Also man findet bei Statista nicht mal postleitzahlenbezogene Daten. Dieses Geotagging geht noch viel mehr in die Detailtiefe. Wir schauen uns das gemeinsam an und schauen, wie man da auch gemeinsame Produkte daraus stricken kann. Bisher ist das aber eher an wenigen Stellen der Fall. Cool, danke. Ich habe noch zwei Fragen, die packe ich zusammen. Wie geht ihr? Habt ihr ein Problem mit Fake-Daten? Und dahinter steckt so ein bisschen, woher kommen eure Daten, wenn ihr sie nicht selber erhebt? Also 50% unserer Daten sind mittlerweile selber erhoben oder selber generiert über die Teams, die wir im Haus haben. Bei den anderen 50%, die aggregiert sind, ist es so, wir haben für jedes Land und bei den größeren Ländern, für jeden Markt, für jede Industrie Experten, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, und die sind im Prinzip die Kuratoren, die die Daten aufbereiten, auf die Plattform packen. Das ist nicht automatisiert oder irgendwie algorithmisch, sondern das sind wirklich Menschen, die dort sitzen, die ihre Industrie kennen, die im Zweifel auch die Quellen kennen und das einordnen können, wenn eine neue Quelle kommt, ob das verlässliche Daten sind oder nicht. Cool, danke. Letzte Frage. Widersprechen sich nicht der Anspruch, dass Google für Recherchen zu werden, aber den spannenden Content hinter der Paywall zu verstecken? Gemein. Und ich würde sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, da muss ich länger drüber nachdenken, um die zu beantworten. Nein, kein Dafür Problem. Reicht die Zeit wahrscheinlich nicht. Alles gut, aber du treibst dich auch hier noch ein bisschen rum. Von daher, Sebastian, herzlichen Dank. Danke.